Fall. In den 70ern ein Erlebnis für jeden Motorsport-Fan. Heute das Jim Clark Revival auf dem Hockenheim Ring. Aus den 70er Jahren, die legendären ohne Kotflügel und ein Jahrzehnt später. Schon wirklich was für den richtigen Könner und den Kenner. Aus der Formel 2 sind viele große Rennfahrer erwachsen, unter anderem eben auch Jim Clark, der seinen Namen in unserem... Die verschiedenen Klassen, die jetzt im Augenblick auf dem Feld wetteifern, die Klasse A, Wagen, deren Einspritzung oder Vergaser der ursprünglichen Formel 2-Spezifikation entsprechen, die vor Januar 72 einer Spezifikation entsprechen, höchstens 1,6 Liter Hubraum an, noch keine Bodeneffektwagen für die Klasse C.
der immerhin ein sehr außergewöhnliches Fahrzeug mit seinem Roars fährt. Sicherlich, dass der Roars wäre. Martin Stretton auf der 1, Philipp Harper auf der 2.